Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Hardware-Video. Wartet mal, da kann ich ja auch den Stromkabel nehmen, dann brauche ich den jetzt erstmal nicht abmachen. Dann habe ich hier nicht so viel Kabel, so war in den Boxen. So, wir gucken uns jetzt erstmal nämlich vorne das Display an. Es leuchtet. Ich werde euch wieder ranzoomen, damit wir das uns genauer angucken können. So, seht ihr das, dass es leuchtet. Dann haben wir hier auch wieder 3D, haben wir hier, wir haben Input, haben wir für 720p, 1080p. Wir haben On-Off, da haben wir On-Off, da haben wir 3D und da haben wir 720p und 1080p. Wie gewohnt auch hier vorne wieder zack, eine kleine Folie, damit wir dat die Vorderfront schützen. Seht ihr das? Auch hier wieder sehr schön verarbeitet. Ich werde mal jetzt den Stromkabel abmachen. Sehr schön, sehr sauber verarbeitet. Wieder eine indirekte Belüftung. Wir haben hier Luftschlitze und da, also keinen eigenen Lüfter eingebaut. Und hinten haben wir dann praktisch den Strom. Wir haben den Ausgang HDMI und wir haben den Input. Das ist ein VGA-Kabel, den habe ich mir auch schon bereitgepackt. Den habe ich mir von meiner Mutter ausgeborgt. Ich hoffe nur, dass der auch an meinen Laptop ranpasst, um euch das vernünftig zeigen zu können, damit das auch funktioniert. Ja. Und hier haben wir dann noch Klinke, da können wir dann noch den Ton mit drin leiten und dann haben wir praktisch auf das VGA-Bild mit dem Ton, das wird zusammen gemacht und gibt es dann auf HDMI aus. Also nicht nur ein HDMI mit Bild, sondern HDMI-Bild und Ton. Auch hier wieder, nicht wundern, wir haben hier so kleine Luftbläschen, ich zeige es euch trotzdem wieder, weil der ein oder andere glaubt mir manchmal nicht. Der sagt dann, ist nicht gut verarbeitet, obwohl es gut verarbeitet ist. So, seht ihr das auch hier? Diese glänzende Optik, seht ihr das? Ja, da seht ihr, dass es sich spiegelt. Auch hier wieder sauber verarbeitet, sehr schön verarbeitet. Wir haben hier unten wieder vier Gummifüße, die dem Ganzen einen guten Halt verpassen. Wir haben auch hier wieder nicht in die Tonne schmeißen. Wir haben die deutsche Nummer. Also die deutsche Warennummer, wir haben die Adresse von Ligavo drauf, beziehungsweise Deluxe Cable. Wir haben die Produkten, also die Produktbezeichnung, die 30512. Wir haben hier nochmal einen Strichcode. Wir haben ein CE-Prüfzeichen. Ja, also ist alles gegeben. Hier vorne oben Ligavo, unten die Punkte. Hier haben wir die Knöpfe, die extra nochmal umrandet sind, wo denn auch drauf steht, was das bedeutet. Hier vorne nochmal die Modellnummer mit einem langen Strich links und rechts. Und zwei LEDs, einmal für 3D und einmal für an. Ja, kurz und knapp. Alles daran, was man braucht. Wir werden mal gucken, wie das funktioniert. Auch die Anleitung ist wieder in 5 verschiedenen Sprachen. Seht ihr das? Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch. Und Spanisch, das ist bei Ligavo immer so, dass die Anleitungen in 5 Sprachen sind. Ich habe nochmal nachgeguckt, bei den anderen ist es genau das Gleiche. So, das war jetzt, der war jetzt hier. Und pack hier gerade noch ein bisschen so beiseite hier. So, wir werden nämlich jetzt gleich die Hardware Check-Videos machen. So, ich werde mal rauszoomen. Wir werden gleich die Hardware-Check-Videos machen, wo ich das erste Mal anschließe und betreiben werde. So, aber vorher muss ich hier noch mal ein bisschen den Tisch aufräumen, weil ich muss ja ganz schön viel damit da runternehmen. Also brauche ich ja nicht zumachen, bin ich doof. Wir werden ja gleich Videos machen.
Also wenn euch das interessiert, wie gesagt, ich habe davon zwei verschiedene Modelle. Einmal das, was ich euch gerade gezeigt habe, und einmal habe ich noch ein Modell für, ja, für alte Konsolen zum Beispiel. Also für die Nintendo-Konsole hat es einen extra NES-Mode drin. Das ist diese Version, die sehen exakt gleich aus, bloß dass die vier Knöpfe vorne hat und die Version, die ich euch gerade gezeigt habe, nur drei Knöpfe hat. Und hier auf der Rückseite haben wir halt kein VGA, sondern da haben wir halt diese drei. Und ja, das müsst ihr gucken. Die Videos kommen ja relativ zeitnah online. Da könnt ihr euch dann entscheiden. Da ist für jeden was mit bei. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.